Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute soll es um Dreierlei gehen, nämlich NEO, 10x und Ethereum, denn bei allen dreien gibt es relativ große News. Fangen wir doch mit 10x an, denn ich denke, damit sind wir am schnellsten durch. Viele von euch, viele meiner Abonnenten haben sicher schon gesehen, dass 10x um über 30% gestiegen ist in den letzten 24 Stunden. Das ist natürlich eine fantastische Nachricht. Ich habe hier 10x sehr empfohlen, auch unter 2 Dollar zum Einstieg empfohlen. Da sind wir jetzt zum Glück wieder drüber und es liegt natürlich ganz klar daran, an diesem Tweet, den du hier sehen kannst, denn 10x hat die Leute dazu aufgerufen, doch eine Social-Media-Kampagne quasi für sie zu starten, indem sie ihre erhaltenen Kreditkarten fotografieren. Damit ist eben der Beweis angetreten, auch bei 10x läuft der Rollout jetzt, ja. Die Schwierigkeiten mit der Auslieferung, die den Kurs jetzt über mehr als einen Monat wirklich schwer belastet haben, sind endlich behoben. Und das Ganze ist einfach nur eine super Nachricht, denn jetzt geht es eben in Sachen Kryptokreditkarten richtig los. Und da immer mal wieder der Hinweis kommt, ja, es sind streng genommen Debitkarten, wie soll es auch sonst funktionieren? Aber was ich mit Kreditkarten meine, wenn ich es sage, sind eben Visa-Karten, Mastercards. Denn ja, weiter mit den positiven News geht es bei NIO. NIO haben wir jetzt auch ewig im, ja, stellenweise sogar unter 20-Dollar-Bereich rumdümpeln gehabt, dann wieder jetzt im hohen 20er-Bereich die letzten Wochen. Und dann gab es jetzt in den letzten Tagen endlich mal einen richtigen Schub und das Ding ging wieder auf über 40 zumindest. Das Ganze lag an den sehr guten News, die du hier auch im Neo-Blog sehen kannst, denn NIO hat einen Entwicklerwettbewerb gestaltet und hat eben auch ein Preisgeld ausgelobt und das Preisgeld ist 500.000 Dollar. Bei der Gelegenheit hat man natürlich nochmal die Vorzüge der Entwicklung von Decentralized Apps auf der NIO-Plattform klargestellt, dass man eben nicht in Solidity programmieren muss, sondern eben in Java, in C, C-Sharp und Go programmieren kann, was viel verbreitetere Programmiersprachen sind. Und ich denke, ja, dieses Preisgeld und so, dadurch hat NIO eben nochmal Aufmerksamkeit bekommen. Leider wurde dann der Kursanstieg doch etwas gebremst, denn ich meine, es war Reddit, haben Leute eben angefangen zu posten ohne irgendwelche Belege, dass bei NIO was ganz grundsätzlich schief läuft und da ganz schlimme Events in Zukunft kommen werden, auf uns alle zukommen werden. Das Ganze natürlich vollkommen unbelegt, aber die Märkte sind sehr emotional und deswegen hält sich jetzt NIO gerade so, sagen wir mal, auf 40 Dollar aktuell. Falls du noch mehr zu NIO wissen möchtest, ich hatte da vor längerer Zeit schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist eigentlich immer noch aktuell, abgesehen davon, dass natürlich die Entwicklung bei NIO mittlerweile deutlich fortgeschritten ist. Und diese Entwicklungsfortschritte sind wirklich zum Beispiel auch super an der Wallet ablesbar als Software, wo jeder sieht, dass sich da deutlich was ändert. Aber jetzt eben auch auf dem Blog und an solchen Sachen wie dem Entwicklerwettbewerb, den wir jetzt sehen. Zu guter Letzt kommen wir zu Ethereum. Denn hier gab es jetzt eine News, die wirklich ganz große Auswirkungen haben kann. Ich möchte aber kein extra Video dazu machen, da wir quasi dasselbe Video gerade zu Bitcoin hatten, wo CME angekündigt hat, Terminmärkte für Bitcoin zu machen. Jetzt haben wir, wer dahinter steht, ist noch unbekannt, aber es wurde schon mal bei Bloomberg wahrscheinlich zum Marktanfühlen, sage ich mal, veröffentlicht, dass ein gewisser jemand, der gut etabliert ist, plant diverse Derivatemärkte für Ethereum einzuführen in der näheren Zukunft. Das heißt, was heißt Derivatemärkte? Futures sind Derivate, also diese Terminkontrakte, die wir für Bitcoin von CME gesehen haben. Derivate sind eben aber auch zum Beispiel sämtliche Zertifikate. Es sind also im Prinzip alles Produkte, die irgendwo den Kurs nachbilden, den Ethereum in dem Fall hat. Und dabei aber natürlich Optionen und so weiter, ja,
höhere Risiken, Hebel und so weiter ermöglichen. Ja, was heißt das nun? Im Prinzip ist die Konsequenz sehr, sehr ähnlich wie über das, was wir schon bei Bitcoin geredet haben. Natürlich kanalisiert das sehr viel neues Geld. Ja, da institutionelle Anleger setzen größtenteils auf solche Produkte und die verwalten natürlich große Geldmengen. Also hier kann man sich wieder vorstellen, dass so diverse Fonds und so weiter und so fort jetzt eben auch auf Ethereum aufmerksam werden, in Ethereum indirekt investieren. Was aus meiner Sicht für Ethereum aber noch viel entscheidender ist, denn Ethereum ist ja nun nicht nur eine Kryptowährung, sondern Ethereum will ja ein Ökosystem an Decentralized Apps abbilden. Und gerade auch so Ökosysteme, siehe Google und Apple mit ihren App Stores, was Ökosysteme sind, die brauchen kritische Masse. Das hat man zum Beispiel gesehen, als der größte, schon Jahre her, Smartphone-Hersteller Samsung probiert hat, ein eigenes Betriebssystem zu pushen. Ihm hat dieses Ökosystem gefehlt, man konnte nicht die kritische Masse erreichen und das Ganze ist gescheitert. Und wenn Ethereum eine gewisse kritische Masse eben erreicht, die Attraktivität von dem Ding steigt dann exponentiell. Und dann reden wir über nochmal den richtig großen Kursanstieg, auf den wir jetzt schon lange, lange warten, denke ich. Ethereum dümpelt schon eben bei plus minus 300 rum, war mal auf 400, das ist mittlerweile auch schon ein halbes Jahr her, sage ich mal. Ja, und da man zu Bitcoin immer viele Kursspekulationen hört, auch von Banken und so weiter, vielleicht mal eine Einschätzung, wo kann es da hingehen? Ethereum hat im Moment, sagen wir mal, ein Viertel der Marktkapitalisierung von Bitcoin nur. Das heißt, absolut gleich große Geldeinflüsse haben natürlich bei Ethereum noch einen viel höheren Effekt auf den Kurs. Und ich lasse mich mal zu der Prognose hinreißen, dass, wenn wir diese Derivate-Märkte für Ethereum sehen, was Ethereum weltweit in die Presse bringen wird, und daher sehe ich auch schon jetzt spekulativ diesen Kursanstieg von 300 auf 350, den wir die letzten Tage gesehen haben, seit diese Katze so halb aus dem Sack ist. Wenn das wirklich passiert, prophezeie ich für 2018 Ethereum über 1000 Dollar. Wie weit über 1000 Dollar, darauf möchte ich mich nun wirklich nicht festlegen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei guten allgemeinen Rahmenbedingungen im Kryptomarkt, und danach sieht es im Moment wirklich aus, auch deutlich darüber hinausgehen kann. Aber selbst wenn wir über die 1000 Dollar reden, da verdreifacht sich Ethereum jetzt immer noch. Und das ist dann, denke ich, doch schon keine schlechte Anlage, gerade wenn wir es mit klassischen Anlagen vergleichen. Auf den Breakout wartet man jetzt schon lange bei Ethereum, sage ich mal. Ein halbes Jahr ist dann ja jetzt in Kryptomärkten doch ein relativ langer Zeitraum, und ich denke, er ist überflüssig, wenn man wirklich auch mal objektiv sieht, abgesehen davon, was Externe machen, ja, ob da Derivatmärkte aufgelegt werden. Der Zustand, Entwicklungsfortschritt, Zustand von Ethereum im Mai, Juni, als das aktuelle All-Time-High gesetzt wurde, und der heutige, ist meiner Meinung nach gar nicht vergleichbar. Allein was die Tokens in dem Ökosystem mittlerweile auch für eine Marktkapitalisierung haben im Vergleich mit damals, ja. Und das ist alles bei Ethereum überhaupt nicht reflektiert. Ist für mich nicht sonderlich rational, die Plattform, auf der Tokens laufen, die Einzelbewertungen von hunderten Millionen haben, insgesamt auch nur mit ein paar hundert Millionen zu bewerten. Aber gut. Damit kann man sicher anderer Meinung sein. Ich freue mich auch, wenn du in den Kommentaren vielleicht dazu was schreiben willst. Allgemein freue ich mich natürlich immer über euer Feedback. Und das soll es dann für dieses Video jetzt auch schon gewesen sein. Außerdem noch, da sich Leute ja immer auch ein bisschen für den Hintergrund hier des Videos interessieren, auch in meiner neuen Wohnung oder Übergangswohnung. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der Abonnent, der mich darauf hingewiesen hat, ich solle doch mal für eine Pflanze sorgen. Wie es der Zufall will, war meine Freundin doch am Wochenende der Meinung, der gute Mann braucht in dieser Wohnung eine Pflanze. Und siehe da, ich habe dieses schöne Stück bekommen, eine Grünlilie, und der können wir jetzt gemeinsam beim Wachsen zuschauen in den nächsten Videos. Wenn dir das Video gefallen hat,
Like es doch, abonniere meinen Channel, falls du es noch nicht getan hast. Und wie immer, teile ihn doch auch mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren. Außerdem, falls du darüber nachdenkst, den Channel zu unterstützen, der beste Weg, das zu tun, ist Patreon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.